Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 16 von Minecraft Let's Play Together. Wir sind gerade auf dem Weg, uns zu verlaufen. Das kann man eigentlich so sagen, oder? Aber die aufmerksamen Zuschauer wissen das doch, Henrik. Die aufmerksamen Zuschauer wissen das doch. Für die, die jetzt erst bei Folge 16 reingeschaut haben, schaut euch einfach die anderen Videos an. What ist das? Was ist das? Was ist das, Brudi? Was war's? Was? Das hier. Das ist eine Schlucht, würde ich sagen. Oder beziehungsweise einfach so ein Schacht. Ein Schacht. Ein Schacht. Ich baue da mal so ein kleines Treppengedöns, damit wir auch da wieder hochkommen. Das Tolle bei Lars ist ja immer, der stürzt sich in Abenteuer rein und dann am Ende kommt man nicht wieder hoch. Weißt du, das ist wie Kindererziehung. Nee, das ist ein blöder Vergleich. Ich habe keine Ahnung von Kindererziehung, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch nicht. Nicht, okay. Naja, gut. Ja. Kommt noch. Also nicht so richtig. Ja, schon. Hier ist Kohle. Moment. Jetzt bin ich quasi gleich steinkohlereich. Nee, ja, wenn du das sagst. Wir hätten uns mehr Werkzeug mitnehmen sollen. Was heißt, ich habe einiges an Werkzeug. Ja, ich nicht so. Na ja, gut, aber das liegt ja an dir. Muss ich mal buddeln, um die Kohle ranzukommen. So, pass auf, wir brauchen ja Feuersteine für unsere... Ich hab Feuersteine. Ah, ich hab die Höhle geflutet. Für unsere... Upsi. Ich hoffe, du bist kleiner. Wo bist denn du? Ich bin... Ja, da. Hab dich. Ne? Genau. Was denn du da? Hier, Dingens abbauen. Gravel. Ja. Gravel abbauen. Ich baue Gravel ab. Für welchen Zweck? Feuerstein. Ich hab doch Feuerstein. Ja, aber du möchtest doch später auch gerne noch mehr Pfeile haben, oder? Ja, wir sollten generell uns mal um fleischiges Essen kümmern. Fleischiges Essen. Fleischiges Essen. Ich hab Pilze dabei, wir brauchen nur einen Ofen. Das ging anders. Das ging anders. Es ist viel zu lange her und ich habe so gerne Pilze gekocht, ne? Und weiß es trotzdem nicht mehr. Also, ich habe schon mal was Scharfiges gefunden. Wo bist denn du? Nicht da, wo du bist. Ich sehe dich. Oh, sagst du? Ja, wo bin ich denn? Du bist unten an so einem Pilz. Es ist verdammt dunkel und ich habe ein bisschen Angst. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Und ich höre einen Zombie. Ja, den habe ich auch gehört. Aber Henrik, wo bist du? Ich war gerade eben in deiner Nähe. Ich höre schon wieder einen Zombie. Ich gehe mal hier auf den Berg hoch, da kann mir nichts passieren. Wo bist du? Ich sehe nicht mal deinen Namen. Ich sehe deinen ja auch nicht, sonst hätte ich ja gewusst, wo du bist. Mensch. Ich hab dich, bleib mal stehen, nicht bewegen. Gib mir 2 Sekunden. Ich gebe dir auch 3 Sekunden. Ich höre dich essen. Sehr gut. Da bist du. So, wir müssen uns merken, dass wir in die andere Richtung zurück, also in die Richtung zurück müssen. Ja, das dürfte das kleinste Problem wäre. Aua. Ich weiß nicht, ob das kleinste Problem wird. Ich habe sogar die Befürchtung, dass das ein recht großes Problem wird. Henrik, hier geht's nicht weiter. Hab ich gesehen. Bin ja nicht blind. Ich finde das gerade äußerst frustrierend. Das ist ein Schaf. Hier sind mehrere Schafe. Schaflein. Ja, nee, ich tue dir doch nichts. Doch, ich tue dir was. So. Henrik? Ja? Das ist ein Dorf. Wo? Na da. Wo? Hier. Wo ist da? Geradeaus. Ah, da. Nein, das ist kein Dorf. Oh, das ist kein Dorf. Wieso? Das ist kein Dorf. Erinnerst du dich an die
an die Räuber, die immer in die Dörfer kommen, oder diese Diener und so. Mhm. Das ist eine von deren Headbases. Ich bin schon drin. Ja. Ist auch keiner. Das ist gut. Das ist selten. Und ich raub die Rapper aus, ja. Das ist sehr gut. Ich hole uns in der Zeit Schweinefleisch. Sammeln, ja. Das weiß ich auch nicht mehr. Find das mal raus. Nee, das ist irgendwie kein, die sind auch ganz schön arm, ne? So viel haben die auch nicht. Tut mir ein bisschen leid. Möchtest du jetzt irgendwie... Ich habe ein bisschen Mitleid mit den Menschen. Na, von mir aus. So, trotzdem alles mit. So, das... Ja, das ist definitiv so eine Headbase von denen. Oh, da sind sie ja. Wo? Oh. Neben dir. Ja, ich sehe es gerade. Da flog ein Pfeil hin. Ja, Ich gehe mal wieder raus hier, ne? Und verpiss mich mal. Du bist ja ein Witzkerl. Was denn? Ich sollte mir so ein Schild basteln. Einen habe ich. Da hinter dir ist noch einer. Wo? Ach da. Und links ist noch einer, oder beziehungsweise hinter dir jetzt gerade. Das ist ja doch nicht wenig. Da ist noch einer. Oh. Doch nicht, war ein Schaf. Entschuldigung. Gut. Hast du diese Banner? Da war keiner mit Banner. Nicht? Nee. Ich brauch was zu essen. Zurück. Ja, dann isst doch was. Ja, aber ich hab nicht... Du hast dir nicht ernsthaft nichts mitgenommen? Hallo? Und da ist er weg. Da ist er einfach weg. Hallo? 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 Und Verlass hat das Spiel verlassen. Das ist schlecht. Er schreibt gerade bei WhatsApp. Dein Internet ist abgeschmiert. So. Normalerweise ist es immer mein Internet, das abschmiert. Aber, oh, da ist noch so einer. Ich wusste das. Ich wusste da, dass das nicht alles sein kann. Ich wusste es. Ich hatte es im Gefühl. Ich hatte es im Gefühl. So. Da unten steht noch einer. Oder? Ja, doch, das ist noch einer. Und ich sag dem Lars gerade mal eben was. Könnt ihr gerne zuhören. Ich mache jetzt eine Sprachnachricht. Pass auf. Wir machen das dann wie folgt. Ich mache ansonsten die Folge jetzt eben zu Ende. Dann haben wir das auch mit dem Format eingehalten. Und wenn du bis dahin nicht wieder drin bist, dann warten wir einfach, bis du wieder eine stabile Internetverbindung hast. Genau. Ja. So. Da bin ich wieder. Sorry, dass das jetzt gerade so ein bisschen chaotisch ist. Aber kein Problem. Dann zeige ich euch doch jetzt einmal hier diese Headbase von denen. Also im Prinzip aufgeteilt in mehrere Etagen. Relativ dunkel, wie man sieht. Ich glaube, ich setze hier mal einfach ein paar Fackeln. Hoppala. Flug auf. Ein paar Fackeln hin. Ich hatte letzte Woche echt fiesen Schluck auf. Da haben wir auch dann irgendwann aufgenommen. Und ich dachte erst, boah, nee, ich kann nicht aufnehmen. Das funktioniert so nicht. Aber hat dann doch irgendwie geklappt, weil pünktlich zur Aufnahme waren die Schluckauf-Attacken weg. So, von hier oben hat man eine relativ gute Aussicht. Ach, da ist ein Banner. Das nehmen wir doch mal mit. Das nehmen wir doch mal mit. Aber hier noch, da ist noch ein Banner. Da unten ist noch einer von den Ottos. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie das hier mit den
Armbrüsten funktioniert irgendwie. Ist das ein bisschen bequer? So, da unten steht einer. Den schnappen wir uns dann direkt doch mal. Hier vorne. Oh, das klingt, als seien da mehrere. Ist natürlich auch klasse. Da sind es auch noch zwei. Wenn man dann auch direkt in deren Headquarter ist und sich da auffällt. Ah, das ist der Moment, wo ich vielleicht besser abhauen sollte. Das ist der Moment, wo ich besser abhauen sollte. Ich denke, das ist gerade besser. Also ein Dorf haben wir hier erstmal nicht gefunden. Aber dann... Ach, da ist ein... Das sind doch Dorfbewohner-Zombies, oder? Wow. Oh Gott. Das könnte in die Hose gehen. Oh Gott. Ja, Leute, ich befinde mich hier gerade auf der Flucht. Ich hoffe, ich werde das hier überstehen. Ich kann es euch nicht versprechen. Es ist eine ganz heiße Sache. Wir werden den Lars hier erstmal wahrscheinlich nicht wiederfinden. Vielleicht habe ich Glück und ich finde irgendwas Interessantes. Aber im Moment muss ich erstmal Notfall-Lars hat das Spiel betreten. So, das heißt, er könnte auch gleich wieder im Discord online kommen und hier dazukommen. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt gut geht. Ich hoffe es einfach mal. Und dann muss der Lars einfach nur noch geradeaus laufen und zu mir kommen. Und dann haben wir das doch endlich wieder geschafft. Hallo Lars, da müsstest du wieder sein. Hallo. Hallo Henrik. Hallo. Tja Lars, du hast gerade einiges verpasst. Oh, ich habe Banner. Ja, ich auch. Wie du siehst, musste ich abhauen. Wieso? Was ist denn hier? Oh, ich sehe es schon. Genau. Du wirst fest... Du? Ich bin einfach geradeaus gerannt. In welche Richtung denn geradeaus? Quasi in die Richtung, in der wir... Pass auf, ich sag dir mal meine Koordinaten. Wie kann man die nur einsehen? Ich habe es vergessen. Henrik, da ist jemand her. Ich habe fast kein Leben mehr. Ja, ich weiß. Ich kenne das Problem. Ich hatte das ja auch gerade eben. Deswegen musste ich abhauen. Koordinaten einsehen kann man mit F3. Mhm. Okay. F3. I got it. So, meine Koordinaten. 1132 als X-Koordinate. 1000. Für mich steht irgendwas mit 830. Ja, das ist ja nicht schlimm. Da musst du halt laufen. Ja, witzbold. Ich hab kein Essen mehr. Ich hab dir doch Essen gegeben. Nee. Irgendwo habe ich dir Melonen hingeschmissen. Ja, irgendwo ist gut. So, 1000, wie viel? 1131. Kann sich nur um Stunden handeln. Und die Y-Koordinate sage ich dir jetzt einfach nicht. Und die X-Koordinate ist minus 274. Okay, das kann dauern. Ja, so lange eigentlich gar nicht. Ich habe auch nicht so lange gebraucht. Also ich habe eine halbe Minute gebraucht. Allerdings habe ich auch kein Schwert mehr. Wieso? Weil ich mir hätte ein neues Schwert machen sollen, bevor wir losgelaufen sind. Und mein Schwert jetzt quasi verballert habe. Das ist ja doof. Denn ich musste ja ordentlich kämpfen und ich musste ja ordentlich kämpfen und ich musste ja ordentlich kämpfen. Und jetzt habe ich kein Schwert mehr. Hundi, komm mal her. Wo ist er? Da. Oh, das hat nicht gereicht. Hast du ihm Knochen gegeben? Ja, zwei Stück. Dann hat's wohl nicht gereicht. Ach so, wo du so mal sagst. Jo. Wo bist du jetzt? Ja, komm doch in meine Richtung. Du musst mir gerade mal deine Koordinaten verraten. Meine Koordinaten sind 1126 und minus 277. Oh, glaube ich in die falsche Richtung. Warum sagst du denn nichts? Autsch. Oh, ich habe Melonen dabei. Ups. Manchmal, ne?
Manchmal. Ach, ist das schön, mir schnell rennen zu können. Ein wohltuendes Gefühl. Freut mich sehr. So, ich würde sagen, dann beenden wir jetzt Folge 16. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, weil das wäre jetzt super peinlich. Liebe Leute, wir wünschen euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, liked uns, teilt uns. Und wir sehen uns in 2 Tagen. Möchtest du auch noch was sagen? Warte. Ich will dich ein M finden, bevor du abmoderierst. Also hast du ja schon, aber ich habe schon abmoderiert. Platsch. Also jetzt bin ich da ja ungefähr, wo du meintest zu sein. Verrat mir doch mal bitte deine Koordinaten. Okay, 1147. Das heißt. Minus 218. Okay, du bist viel zu weit gerannt und. Du bist wirklich nur ungefähr da, wo ich meinte zu sein. Dann komme ich jetzt mal zu dir. Hier ist gerade ein Tintenfisch verreckt an Land. Naja, gut, ihr natürliches Habitat ist ja jetzt auch nur mal Wasser, ne? Ich halte sowieso diesen See für ein bisschen zu klein für Tintenfische, aber gut, fragt ja auch keiner. Wo warst du? 1140. 40 und? Minus 900 oder minus 200 einfach. Okay, dann müsstest du ja irgendwo da vorne gleich sein. Ich stehe im Wasser. Du Eisen. Ich sehe dich. Da. Hast du Eisen, was wir schmelzen können? Pass auf, ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge und ich würde sagen, bis in 2 Tagen. Ciao, ciao. Tschüss.